Moin Moin! Und herzlich willkommen zurück zu Teil 27 von The Evil Within. Und ja, im Moment sind wir noch relativ sicher vor diesem blöden Sack, diesem Blechkopf, dieser Vollpfosten. Oh, Moment. Das war falsch. Da wollte man her. Das nehmen wir mal. Das pflanzen wir uns mal rein. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Oh, lieber Gott, null Schuss. Das ist ja eine tolle Wurst. Was mache ich denn? Dann nehmen wir mal die Knarre. Finde die auch gleich auf. Nein, nicht schon wieder. Was? Was geht jetzt ab? Hallo? Hallo? Mach doch was. Ey, hallo? Ihr Schweine. Das ist ja wieder mal eine tolle Wurst. Klasse. Super Anfang. Geil. Perfekt! Wie gesagt, ich breche den Rekord mit am meisten umgekommen in diesem Spiel, also da bin ich fest überzeugt. Scheiße! Oh Mann, ey! Ach so, das war die Neide. Okay. Hab schon gedacht, da liegt wieder irgendwas an Munition mäßig. Hab mich getäuscht, ist in Ordnung. Blöde Ding kommt jetzt auf mich zu, ist in Ordnung, machen wir gleich. Hallo! Mach doch was! Mach was, tu was, irgendwas, scheißegal! Feine Sache, feine Sache! Oh, wie verreckt der endlich, die dumme Sau! Oh, ihr Männer! Endlich! Was ist das? Was ist denn Blutself? Ja! Die Schlampe ist hin! Er ist tot. Niedergerungen. Kaputt. Im Arsch. Zerquetscht. Und weiter und so fort. Wie gesagt, wir nehmen mal die Knarre. Wäre echt gut, wenn hier irgendwo Munition rumliegen wird, ey. Kontrollpunkt. Na, ist ja toll. Ich habe im Moment noch absolut keinen Rat, was hier überhaupt abgeht. Ich sag mal, wir gehen mal da lang. Ey, da liegt aber auch nichts drin. Ich würde es interessieren.
da hinten irgendwie rein kann. Vielleicht ist da irgendwas, keine Ahnung. Ja, ein bisschen Gehirn, so wie die Krieg, ja toll. Müssen wir auch machen. Da steht wieder Gehirn zu, wie ich sehe es. Das sieht ja sehr einladend aus. Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich da jetzt runter oder laufe ich nochmal zurück und guck mal, ob da... So, also da ist nichts. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erst einmal kurz zurück und laufen mal kurz in die andere Richtung, weil ich da mal wissen will, was zum Geil da hinten noch alles rumfliegt. Im Moment ist es relativ ruhig. Das Blinken gesehen? Nee, ne? Nur gucken, vielleicht gibt es da irgendwas, wo vielleicht Munition oder irgend sowas ähnliches liegt. Das könnte hier sein. Wir laufen einfach mal darüber. Munition rum. Ich bräuchte unbedingt was für meine Pumpgun hier. Aber ich, wie gesehen, ich habe nichts mehr. Also da unten komme ich definitiv mal nicht durch, da hängt der Riesenkette. Also das ist hier nicht. So. Was geht hier ab? Okay. Zumindest ein bisschen Gehirnsuppe. 800, ja, das hat sich doch schon gelohnt, ne? Also ich komme hier nicht durch, also hat keinen Sinn. Ja, dann müssen wir wohl den Kellerding da runter. Was auch immer da unten ist. Laufen wir mal ein bisschen. Also ich könnte echt Munition gebrauchen. Das wäre echt ein feiner Zug. Ey. Ich würde mich interessieren, ob ich da runter kann. Aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, dass ich dann da wieder hochkomme. Das ist auch so eine Sache. Also dann gehen wir halt das Ding da runter. Ist nichts mehr. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? Ach du Scheiße, geht's da weit ab. Lieber Gott. Also ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber dass jetzt auf einmal Kapitel 7 fertig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich nehme es dankend an. Dann herzlich willkommen in Kapitel 8. Das Samenkorn. Na, das hört sich ja zumindest nicht so schlimm an. Also bei dem Wächter, also da konnten wir schon einigermaßen... Naja. Ihr wisst Bescheid. So. Doppelköpfig. Max Spirne wir.
scheiß Maschine drin. Sonst gar nichts. Geht's da runter oder was ist das denn? Kommen wir da hin oder? Durch? Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich die von hinten her umlocken? Also praktisch anschleichen und abmurksen? Von hinten, das wäre natürlich eine feine Sache. Also als allererstes sollte man mal die Funzel ausmachen. Also das sind wieder diese komischen doppelköpfigen Kotzbirnen. Das kennt man natürlich überhaupt nicht. Von denen. Ich glaube, das ist gar nicht nur so verkehrt, wenn man nur die nehmen. Der mal ruhig bleiben wird. Ja, Mann. Ich glaube, das ist echt die beste Waffe für mich, die 4. Nämlich Frucht. Und ich definitiv nicht. Doch, ey. Jawohl. Saubere Sache. Drei Schuss, das ist in Ordnung. Ich muss den hier noch. Ich brauche Munition. Boah. Dann hätte mal was. Gehirnsuppe! 200, naja, ist nicht besonders viel. Ist egal. Ich beschwere mich ja nicht. Ich nehme alles, was ich kriege. Das ist natürlich Chlor. Kiste offen gegangen, jawohl. Ich glaube, wir können jetzt aber auch wieder mal die Funzel machen. Eieiei. Da fällt mir gerade ein, ich habe noch nicht einmal. Oder? Jemand hat mich gesehen. Was geht ab? Ich denke mal. Das habe ich mir fast gedacht. So. Wie gesagt, ich muss mich echt aufpassen. Ich habe fast keine Munition mehr. Das geht mir tierisch auf den Sack. Thank you.
Munition alle? Echt, super. Jetzt habe ich überhaupt keine Munition mehr. Also. Nicht viel, aber ich beschwere mich ja lieber nicht. Besser wie nichts, ne? Du hast Munition. Boah, wichtig. Nur zwei Stück hier, Drecksack, ey. So, da ist eine Kurbel, da denke ich mal, wenn wir wieder mal eine Runde drüber drehen dürfen. Gott, ich werde doch wirklich nur noch ein bisschen Munition rumfliegen, das kann ja wohl echt nicht angehen, ey. Jungs, ey, das könnt ihr nicht bringen. Ein bisschen schneller kriegen sie. Alter, das ist nicht wahr. Oh, guck mal. Seht ihr das, was da ankommt? Eine Statue. Geil. Schlüssel. Ja, Mann. Gänz und nicht der Munition, und es ist echt zu kurzer. Kiste.
sag jetzt mal nichts dazu. Okay. Sehr schön. Okay. Den Weg hätten wir. Das ist natürlich so ein riesen Ding, ne? Also das müssten wir uns normalerweise holen. Durch den Kopf. Cool. Der läuft noch weiter. Jetzt ist er weg. Ist ja geil. So, was ist das für eine komische Schnur? Also das hätten wir mal gut überlebt jetzt. Weiter. Das ist ja toll. Dring dich mal durch, du Luder. So, ich muss jetzt dann langsam irgendwann nochmal abspeichern. Genau, das meinte ich. So, wir machen jetzt einen kleinen Cut rein und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Ich zähle auf euch. Bis dahin, grüßt mir die Hühner.